Wahrscheinlich kann man gerade kaum was verstehen, weil die Karre ziemlich laut ist. Ich bin gerade unterwegs zum TÜV. Wollen wir mal gucken, ob das heute alles klappt. Es wird noch ein bisschen schneller gehen als 70, 75. Aber ich will das Ding ja nicht gleich schon überfordern. Hallo zusammen. Ich weiß gar nicht, ob ich in einem der letzten Videos irgendwo erzählt habe, dass ich Schwierigkeiten hatte mit dem LKW. Nachdem ich beim TÜV gewesen bin und die Schweißarbeiten noch erledigt habe, habe ich festgestellt, als ich unterm Auto gelegen habe, dass es aus der rechten hinteren Bremstrommel tropft, sprich Bremsflüssigkeit dort austritt. Das ist natürlich eine Katastrophe, weil, naja, ich hatte die Radbremszylinder von vorne nach hinten getauscht, vorne neue eingebaut. Und habe halt gedacht, naja, vielleicht kann ich die hinteren oder die vorderen nach hinten einbauen und die halt einfach laufen lassen, weil die noch nicht so schlecht ausgesehen haben. Aber da habe ich wohl leider am falschen Ende gespart. Jetzt ist es natürlich so, die Bremsflüssigkeit ist in die Trommel gelangt, hat damit den Bremsbelag selber auch durchtränkt und benässt und ist dadurch dann halt eigentlich auch unbrauchbar, weil das ist dann letzten Endes nur noch, ja, runter machen oder alles wieder ausbauen, neue Radbremszylinder rein und die Belege halt auch neu machen lassen. Wird dann letzten Endes ein deutlich teurerer Spaß, als wenn ich vorher einfach nur die Radbremszylinder getauscht hätte. Aber ja, scheiße, habe ich wieder Lehrgeld bezahlt. Ich kann euch mal zeigen, wie sehr das dann letzten Endes die Auswirkungen gewesen sind. Der LKW steht jetzt wieder hier in der Halle und da unten kann man eben sehen, wo die Bremsflüssigkeit rausgetropft ist. Oder dass es halt feucht war, hinten hatte ich schon gesehen, dann habe ich das Ding abgestellt. Hatte die Reifen aber noch drauf und bin dann, ja, hatte zwischendurch keine Zeit, bin dann nach 3 Wochen mal wieder hier gewesen, habe geguckt und habe gesehen, scheiße, da ist ja richtig viel rausgekommen. Und dann habe ich zugesehen, dass ich das Ding aufgebockt kriegte und dass ich dann zumindest schon mal die Räder wieder runterkriegte und dass ich die dann halt mit ein bisschen Wasser ordentlich abgewaschen habe und dass ich dann halt jetzt loslegen kann, dass ich die Radbremszylinder erneuern kann und die, ja, die Bremsbacken rauskriege. Also, letzten Endes, alle oder hinten LKW wieder aufgebockt. Kann man hier so ganz gut sehen. Alle 4 Räder schon mal wieder runter. Und dann wollen wir mal loslegen, dass wir die Trommel da runter kriegen, dass wir in die Bremse kommen.